Das Auffällige überhaupt an der ganzen Sache ist ja, das Vieh, was am Abend noch putzmunter herumgelaufen ist, morgens verstümmelt gefunden wurde in der Form, dass mit laserartigen Instrumenten Organe entfernt wurden, fein säuberlich. Herzlich willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Stellt euch vor, ihr würdet eine tote Kuh finden, auf dem Bauch liegend, alle Viere von sich gestreckt, aber mit ganz präzise entfernten Körperteilen, nur ohne Blutspuren. Wie will man sich das erklären? Manche Forscher vermuten Außerirdische am Werk, die irgendwelche Proben nehmen. Wer weiß. Aber fest steht, je länger man sich mit den Tierverstümmelungen beschäftigt, desto mehr Rätsel tun sich da auf. Was geht da vor? Juni 2002, La Pampa, Argentinien. Ein Polizeiwagen fährt auf eine der riesigen Weideflächen. Außer Rinderherden gibt es hier fast nichts. Es ist ein ungewöhnlicher Ort für ein Verbrechen. Auf der Weide hat ein Bauer vor einigen Tagen die Leiche einer grausam zugerichteten Kuh entdeckt. Nun soll der Kadaver von Tiermedizinern untersucht werden, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Es ist nicht der erste grausige Fund in dieser Gegend. Ahí está el hombre que encontró doctor. Con corte. Incluso la yugular estaba cortada al ras del corazón, según el reloj sí. De Ibarra. Bueno. No, acá parece como que hubiese tenido un gran hematoma en la zona de la cabeza. No, no es normal eso. No es normal. El animal muerto estaba fresquito, ¿no? Y esta parte ahora se ve cada vez más viejo el hueso acá. Parece que si hay fiebre, o sea, se ve más que se parece una osamenta de meses. De meses, ¿no es cierto? Claro. Y cuando yo lo encuentro entero, con la panza, con toda la carne acá. Y acá tiene otro coso arriba, ¿eh? Y la tráquea completa. Y el corte este. Después tiene este corte que le falta, todo este cuero. Y ese. Y claro, y acá es donde vuelven a cortar, cortan todo. Y le llevan todo el miembro completo de acá. Se lo cortan bien acá adentro. Como si lo cortaran con una tijera, vio así, pero bien cortadito. No tiene arrancado nada. Todos los genitales, digamos. Claro. ¿Esto qué era? Este era un ovillo. No, un ovillo. Estaba castrado. Sí. O sea, lo cortan bien allá adentro, que no se ve ahora. Bueno, ahora no se ve. Pero bien allá adentro lo estaba bien cortado, como si fuera con un... Pero bien parejito, vio, no estaba arrancado nada. Y lo llevan completo, porque fíjense que el agujero queda bien sanito, sin rajar ni nada. Das Auffällige überhaupt an der ganzen Sache ist ja, das Vieh, was am Abend noch putzmunter herumgelaufen ist, morgens verstümmelt gefunden wurde in der Form, dass mit laserartigen Instrumenten Organe entfernt wurden, fein säuberlich. Wer hinter den grausamen Verstümmelungen steckt, bleibt ein großes Rätsel. Die Polizei tappt im Dunkeln. Im Juni 2002 sind bereits hunderte Kühe tot. Die Nachricht vom unheimlichen Rinderkiller verbreitet sich, erreicht auch den deutschen Unternehmer Douglas Spalthoff, der sich umgehend auf den Weg nach Argentinien macht. Dann kamen wir so in Gebiete wie Saliquello, Santa Rosa. Und ich habe dann einen krassen Fall gesehen, also den werde ich eben nicht vergessen. Nein. Da waren 15, 16 waren es Rinder, die da alle verstümmelt lagen. Und da habe ich noch so gesagt,
kann das nicht eine Art Seuche sein? Na, oder so irgendwie eine Krankheit, die vielleicht Rinder bekommen, ja, gerade wenn so mehrere betroffen sind. Ne, da muss man sowas ja manchmal auch annehmen. Aber durch diese Verstümmelung, das ist das, was ja eben einfach nicht erklärbar war. Wer auch immer die Täter sind, sie haben es nur auf bestimmte Körperteile abgesehen. Geschlechtsorgane, Augen und Ohren, Lippen und sonstige Weichteile. Und noch andere Auffälligkeiten stellen Experten vor ein Rätsel. Obwohl das Tier bereits vor Tagen verstorben ist, sind kaum Anzeichen von Verwesung zu finden. Das Muskelgewebe des Rindes sollte eigentlich von Blut durchtränkt sein, doch es ist ausgeblutet. Das Fleisch wirkt rosa und frisch. ¿Cuántos días tiene esto? 10 días. 10 días más o menos. ¿Está feo? Ah, ve, así quedó yo al otro animal que le explicaba a ellos yo que encontré un novillo allá al lado de la casa. Está la carne, está. Pero está como si lo hubieran carneado recién. Como si lo hubieran carneado recién. Y yo se lo di a los perros y no lo comieron. Porque le aviso al doctor que se había muerto un novillo y lo único que le faltaba era la lengua. Tiene que tener bastante olor, ¿no? Y sí, ya tendría que tener olor. Y esa carne, por lo general, cuando está con la sangre, se pone negro. Claro, sí. Y además está demasiado bien conservado. Acá está bien que está haciendo mucho frío, ¿no? No, pero y está blandito donde lo toque. Acá abajo, este cuarto de acá abajo está... ¿No ves? Sí. Und noch etwas verstört die Tiermediziner. Alle Organe wurden mit chirurgischer Präzision entfernt, wobei die Wunde nicht blutete. Tja, was wir ausgeschlossen haben, sind Aasfresser. Diese hinterlassen in den meisten Fällen Fleischstücke oder Spuren. Wir haben nichts davon gefunden. Auch Raubvögel schließen wir aus. Wenn diese sich einem Tier nähern, dann hinterlassen sie Spuren. Auch hinterlassen sie Kot da, wo sie gefressen haben. Aber wir haben keinen gefunden. Wenn es überhaupt Tiere sind, dann solche, die nicht typisch für diese Gegend sind. Können das Menschen verursacht haben? Tja, wenn ein Mensch das gemacht hätte, müsste er dann all seine Spuren verwischt haben. Und da die Fälle im Allgemeinen von der Nacht bis zum folgenden Morgen geschehen, hätte er eine sehr gute Lichtquelle verwenden müssen. Auch müsste er ein großer Experte im Fach Anatomie sein, um so einen Schnitt am Zungenbein zu verursachen, das direkt mit dem Gelenk verbunden ist, ohne die Muskeln zu beschädigen. Was ist diesen armen Rindern zugestoßen, dass selbst ihr Kadaver von anderen Tieren gemieden wird? Und warum finden sich am Tatort keinerlei Blutspuren? Um praktisch so eine Menge von Blut aus einem solchen Tier herauszukriegen, braucht man im Grunde genommen schon ein Labor. Das kann man nicht mal eben so da vor Ort machen. Und was man auch festgestellt hat, das muss ich jetzt auch ganz klar sagen, dass keine Kampfspuren vorgefunden wurden und auch keine Transportspuren. Und das deutete immer schon darauf hin, dass die Täter sich aus dem Luftraum dem Opfer nähern müssen. Komisch, oder? Douglas Spaltau vermutet Parallelen zur sogenannten Operation Untertasse, als die Einwohner einer Halbinsel von seltsamen Fluggeräten gejagt worden sind, die ihnen Blut abzapften. Kein Witz. Und auch in Chile kriegen es die UFOs, wenn sie sich im Luftverkehr einmischen, mit dem Militär zu tun. Gibt es da eine Verbindung? Was denkt ihr dazu? Bitte schreibt mir einen Kommentar und gebt mir einen Like. Den gesamten Beitrag gibt's ab sofort auf Exo Magazin TV. Schaut doch mal rein. Bis bald. Ciao.